Also wir stellen das Projekt My Little Planet vor, eine Planetenbahn-Simulation für den Schulunterricht. Stellen uns vor, Lehrer Müller möchte mit seiner Klasse die Keplerschen Gesetze durchnehmen, die beschreiben, wie sich Planeten um einen Zentralkörper bewegen und vom Astronomen Kepler in der frühen Neuzeit aufgrund von Daten, die in jahrzehntelangen Himmelsbeobachtungen gewonnen wurden, entdeckt wurden. Wie immer würde er das neue Thema gerne mit einem Experiment beginnen, das möglichst anschaulich ist. Aber in der Astronomie kann man natürlich keine Experimente machen. Und für jahrzehntelange Himmelsbeobachtungen ist im Schulunterricht keine Zeit. Daher steht er vor einem Problem. Ja, und deswegen haben wir eine Simulation entwickelt, die auf den wahren physikalischen Erkenntnissen basiert. Ja, jetzt sollten wir gleich hier die Simulation sehen. Jetzt sieht man hier unsere Simulation. Man sieht jetzt als erstes mal einen kleinen Körper um unsere Sonne kreisen. Unten rechts werden auch die Tage gezählt. Die laufen hier als schneller ab, damit man auch was sieht. Und jetzt haben wir einige coole Funktionen hier auch noch. Als erstes steht oben links Planetenauswahl. Dort ist eine Liste der Planeten und da wird man dann auf die Wikipedia-Seite weitergeleitet, damit man weitere Informationen bekommen kann zu diesen Planeten. Dann haben wir schon mal zwei verschiedene Simulationen programmiert. Wir können natürlich immer noch weitere hinzufügen. Wir haben einmal eine Simulation, wo man eben nur diese zwei Planeten hier sieht und einmal eine, wo unser ganzes Sonnensystem mit unseren vier inneren Planeten dargestellt wird. Und man sieht ja auch, dass der Merkur, der jetzt fast einmal rumgelaufen ist um die Sonne, etwa eine Umlaufzeit von 85 Tagen hat, wie es auch in echt ist. Und das ist ganz cool. Und auch ansonsten, die Körper wirken immer gegeneinander auf sich ein und es stimmt alles mit den Gesetzen von Kepler überein. Gut. Gut, und da ja bekanntlich die PCs in der Schule nicht so ganz gut sind, haben wir das auch ein bisschen effizienter gestaltet, indem wir einen Button eingerichtet haben, mit dem wir die Grafik an- oder ausschalten können. So können dann auch die PCs in der Schule mithalten. Noch eine kurze Sache zu den Grafikbutton. Wie man hier jetzt auch schön sehen kann, die Planeten ziehen jetzt im zweiten Grafikmodus ihre Planetenbahn hinter sich her. Dennoch, unsere Simulation kann noch mehr. Unter anderem haben wir einen Pause-Button, der, es verwundert, nicht pausieren kann. Und wir haben einen Zurücksetzen-Button, mit dem wir alles wieder in die Originalsprache bringen können. Dennoch, der wohl beste Button, wie wir finden, ist der Körper-Einfügen-Button, mit dem wir in der Lage sind, Planeten, Sonnen, Kometen, alles Mögliche in Sonnensysteme schmeißen zu können. Das hier war jetzt nur eine sehr, sehr kleine Erde. Hier oben kann man mit diesen zwei Textfeldern die Masse einstellen des Planeten. Dann können wir einfach mal eine Sonnenmasse nehmen. Dann gehen wir mal auf unser normales Sonnensystem und wechseln mal noch die Grafik. Und da fliegt das gesamte Sonnensystem auseinander. Doch es gibt noch einen Button, der nicht vergessen werden darf, der Credit-Button. Gut, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir ganz viele Klicks auf unserer Webseite bekommen.